Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu der Trail-Reaction zu Ant-Man and the Wasp. Nach dem Intro geht's los. Ja, am 2. August 2018 wird ja Ant-Man and the Wasp von Marvel erscheinen in den Kinos. Und heute ist nämlich der Teaser-Trailer erschienen. Und ich bin jetzt gerade mal woanders hier, aber ich habe gedacht, das darf ich euch nicht vorenthalten. Und ich würde mal sagen, nicht so lange schnacken und wir fangen an mit dem... mit der Trail-Action. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ich hab nur schön eine Frage. New York. Als Cap Hilfe brauchte, wärst du gekommen, wenn ich gefragt hätte? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber hättest du gefragt, wärst du nie geschnappt worden. Ich hab Fehler gemacht. Ist schon wieder... die Menschen, die ich am meisten liebe, schon wieder rückfällig geworden, wa? Zahlen dafür den Preis. Deinetwegen muss ich muss sagen, der erste war ja ein Überraschungsset. Oh. Aha. Wir fliehen immer noch. Dann los. Diesen Sommer, aha. Dann geht's los. Für das Marvel-Jahr. Na cool. Na cool, Effekte. Coole Effekte. Oh, Giant M-Man. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Das braucht er bestimmt. Einen Partner. Einen Partner? Ach, geil. Ach hier, The West. Moment mal, sie hat Flügel gekriegt? Und Waffen. Für mich hattest du diese Technik nicht, nehme ich an. Doch, hatte ich. Der Gegenspieler. Okay. Ant-Man and the Wasp. Ah, cool. Das ist ja geil. Den nächsten Kino. Ja, Freunde. Ich habe ihn jetzt gesehen. 2. August im Kino. Er bekommt auf jeden Fall einen Sidekick, nämlich The Wasp. Und bin gespannt. Sie hat Flügel und ist wohl... mal gucken. Vielleicht ist sie ja sogar besser als er. Als Ant-Man. Der Trailer sieht halt Marvel-lastig aus, coole Effekte, bisschen Action. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, der war auch so ein Geheimtipp, sag mal, vorletztes Jahr kam der, glaube ich, raus, 2016. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht gewesen. Auch allein Paul Rudd macht seine Sache als Ant-Man richtig gut. Und auch so die Story, mal gucken, ob der Überraschungseffekt weg ist. Weil es war ja so ein bisschen mit diesem kleiner machen, größer machen, war schon sehr cool. Ich bin gespannt, wie der ist. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr denn zum Trailer? Ab in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Und schaut mal wieder rein beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!